Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video geht es um das Thema Kraft. Dazu bewege ich mit meinen magischen Kräften dieses Stückchen Magnet. Sagen wir nicht magische Kräfte, sondern eher magnetische Kräfte. Aber an diesem kleinen Versuch kann man schon mal zwei Dinge über Kräfte lernen. Das eine ist, dass Kräfte nicht direkt sichtbar sind, sondern nur sozusagen aufgrund ihrer Wirkung in Erscheinung treten. Und das zweite ist, dass diese Kräfte anscheinend berührungslos funktionieren, weil der andere Magnet, der die Kraft auf diesen Magneten hier ausgeübt hat, war unter der Tischplatte. Sofern schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an, was eine Kraft ist. Und da gibt es dieses komische Wort Vektoren. Naja, eine Kraft ist eine sogenannte gerichtete Größe. Das heißt, wenn man mal zum Beispiel beim Wetter guckt, da gibt es die Temperatur, gerade im Moment ist es minus 1 Grad Celsius. Eine Größe, das ist halt eine Zahl, plus halt eine Einheit dabei. Man sagt normalerweise in der Mathematik Skalar dazu. Und da gibt es dann noch die sogenannten Vektoren, das sind gerichtete Größen. Wenn man beim Wetter bleibt, wäre das zum Beispiel der Wind. Das ist einmal, wie stark der Wind ist, aber der Wind hat natürlich auch eine Richtung. Und genauso ist das mit der Kraft. Das heißt, sie kann verschieden stark sein, aber auf der anderen Seite ist es auch natürlich auch entscheidend, in welche Richtung sie zieht, drückt, wie auch immer. Und das Ganze symbolisiert man halt mit Hilfe eines Pfeiles. Dieser Pfeil, man macht dann ein längerer Pfeil, ist halt eine größere Kraft, ein kürzerer Pfeil ist eine kleinere Kraft und die Pfeilspitze zeigt halt, in welche Richtung die Kraft wirkt. Und auch von wo der Pfeil startet, ist entscheidend, das werden wir aber gleich noch sehen. Dann schauen wir uns mal ein bisschen Erinnerung. Grad hatte ich ja gesagt, die Kraft erkennt man an ihrer Wirkung. Das kann eine Verformung sein oder dass sich eben die Geschwindigkeit ändert. Und dazu müssen wir nochmal so ein bisschen gucken, was war denn Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung. Geschwindigkeit ist der Weg durch die dafür benötigte Zeit. Und jetzt sieht man schon, ich habe hier über der Geschwindigkeit so einen komischen Pfeil. Das ist nämlich auch eine gerichtete Größe. Das symbolisiert der Pfeil. Geschwindigkeit ist nämlich nicht nur, in der Alltagssprache meint man ja eigentlich nur, wie schnell etwas ist. Aber in der Physik ist, wie schnell etwas ist, eigentlich das Tempo und die Geschwindigkeit ist praktisch Tempo plus Richtung. Und bei der Geschwindigkeit ist es daher nicht nur wichtig, wie schnell es ist, sondern auch in welche Richtung es sich bewegt. Und das hat man eben in dem ersten Versuch sehr schön gesehen. Es kann schneller werden, langsamer werden, aber es kann auch seine Richtung verändern. Und das wird hiermit symbolisiert. Gut, die Zeit ist natürlich ein Skalar, aber eine Strecke ist natürlich auch eine gerichtete Größe. Es ist schon ein Unterschied, ob man zum Beispiel von der Schule nach Hause geht oder von zu Hause in die Schule geht.
Sofern Richtung ist dann natürlich auch von Bedeutung. Und was hier hinten in den eckigen Klammern ist, das ist die Einheit Meter durch Sekunde. Jetzt machen wir nochmal so ein bisschen Erinnerung, wie rechne ich um? Meistens hat man im Alltag km/h. Das bekomme ich umgerechnet, indem ich durch 3,6 teile. Und von Metersekunde in km/h komme ich, indem ich mal 3,6 nehme. Wie kommt das zustande? Ich werde es hier oben mal demonstrieren. Dazu hole ich mir jetzt gerade den Stift und wir schreiben einfach mal 1 Kilometer durch eine Stunde. Und das ist ja eigentlich nichts anderes wie 1000 Meter durch 3600 Sekunden. Jetzt kann man natürlich die beiden Nullen schon mal wegstreichen und 10 durch 36 ist 1 durch 3,6 und daher kommt dieses durch 3,6 zustande und hier unten bei Meter durch Sekunde zu km/h ist das halt entsprechend ähnlich. So, jetzt haben wir gesagt, okay, Geschwindigkeit ist das und wenn sich die Geschwindigkeit ändert, geschieht das aufgrund einer Beschleunigung. Und Beschleunigung habe ich hier nochmal sehr schön. Hier ist so ein Ball und hier sind einfach verschiedene Fotos zu verschiedenen Zeitpunkten übereinander gelegt. Und hier kann man nämlich sehr schön sehen, dass die Abstände zwischen den sozusagen letzten und dem aktuellen Bild immer größer werden. Also die Abstände zwischen den Bällen. Und das bedeutet, dass dieser Ball immer schneller wird. Gut, ist klar, kennt man, wenn man etwas runterfallen lässt, wird das immer schneller. Und das wird hier im Prinzip durch die Beschleunigung gesagt. Das heißt, die Beschleunigung ist sozusagen die Änderung der Geschwindigkeit in einer gewissen Zeit. Das ist zum Beispiel im Fall der Erdbeschleunigung, also sprich, die Erde beschleunigt alles zu sich hin und das ist für unseren Ort hier 9,81 ungefähr. Das weicht, je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet, ein ganz klein wenig ab. Aber sagen wir mal so ganz grob kann man mit 10 rechnen. Das heißt, dass etwas von 0 auf 10 Meter pro Sekunde beschleunigt in einer Sekunde. Und mit jeder weiteren Sekunde wird das entsprechend schneller. Und die Änderungsrate, wie gesagt, wenn die hier zum Beispiel konstant ist, dann kommt immer praktisch zum Beispiel 10 km/h in jeder Sekunde dazu. Und das ist jetzt die Beschleunigung. Das werden wir jetzt gleich brauchen für die Kraft, weil die Beschleunigung, das ist etwas, was man sehen kann. Also wie hier der Ball schneller wird, das sieht man. Wenn etwas seine Richtung ändert, das sieht man. Und das ist immer Beschleunigung. Und das ist im Prinzip das, was man sieht, wenn eine Kraft wirkt. Und daher, da ist es. Hier habe ich die Formel für die Kraft. Die tue ich mal hier zur Seite. Das heißt, eine Kraft ist nichts anderes als die Masse eines Objektes mal die Beschleunigung. Also die Beschleunigung ist das, was man sozusagen sehen kann. Das heißt, es sorgt dafür, dass etwas schneller oder langsamer wird. Oder dass
etwas die Richtung ändert. Hier oben der Pfeil drüber, weil es die Beschleunigung hat eine Richtung. Die Masse ist natürlich ohne Pfeil, hat keine Richtung. Und multipliziert ergibt das die Kraft. Die hat natürlich wieder eine Richtung, nämlich die Richtung der Beschleunigung. Heißt jetzt ganz konkret, wenn man das so ein bisschen mit dem Alltag vergleicht, wenn ich, sagen wir mal, etwas bewegen möchte, je größer der Gegenstand ist, sagen wir mal, ich möchte einen Wohnzimmerschrank bewegen, dann brauche ich natürlich eine sehr große Kraft, um hier praktisch eine Beschleunigung hinzubekommen, sodass sich der Wohnzimmerschrank tatsächlich in Bewegung setzt. Wenn ich da was irgendwas Kleines habe, was weiß ich, nur einen Stuhl, dann brauche ich natürlich weniger Kraft, um die gleiche Beschleunigung hinzubekommen. Das nur mal so ein bisschen. Und in dem Zusammenhang gibt es noch einen sehr wichtigen Begriff. Das ist der sogenannte Kraftstoß. Ein Kraftstoß ist nichts anderes, als dass eine Kraft auf einen Gegenstand eine gewisse Zeit einwirkt. Heißt ganz konkret, meinetwegen beim Billard, ich stoße da irgendeine Kugel an und das ist genau der Kraftstoß. Das heißt, ich tue mit meinem, indem ich diese Kugel anstoße, sorge ich dafür, dass eine Kraft einwirkt über einen gewissen Zeitraum und das ist dann praktisch der Kraftstoß. Und den bezeichnet man mit P, man sagt auch Impuls dazu. Und wenn ich jetzt das mal ausnutze, dass F ja nichts anderes als M mal A ist und das hier einsetze, dann kann ich A erweitern mit V durch T, beziehungsweise das Delta heißt ja nur die Änderung. Das heißt Delta V durch Delta T. Und jetzt kann ich die Delta Ts praktisch kürzen. Und dann habe ich hier M mal V stehen, beziehungsweise M mal Delta V. Das bedeutet, dass mein Kraftstoß ist im Prinzip auch das gleiche wie die Masse mal die Änderung der Geschwindigkeit. Und das ist ja im Prinzip das, was ich ja auch sehe, wenn sich irgendwas in Bewegung setzt oder langsamer wird oder die Richtung ändert. Das ist der Kraftstoß, den ich sehe, praktisch die Kraft, die über einen gewissen Zeitraum auf den Gegenstand einwirkt. Schauen wir uns jetzt nochmal an, wenn jetzt zwei Kräfte gleichzeitig wirken. Und ich habe hier zwei Kräfte, und zwar F1 und F2. Und ich messe die. Hier habe ich ein Gerät, was mir die Kraft, wie das genau funktioniert, also die Messung der Kraft gucken wir uns gleich noch an. Für den Moment ist das einfach ein Messgerät. Hier habe ich 0. Die Kraft wird in Newton angegeben, daher dieses große N. Und hier hätte ich 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 Newton. Und ich habe jetzt diesen Kraftmesser und hier einen zweiten Kraftmesser aneinander gehängt. Und jetzt gucken wir mal, was die anzeigen. Und damit ich sehen kann, wie stark ich sozusagen an diesen beiden Kraftmessern ziehe, praktisch das Fragezeichen hier auch messe, habe ich hier, das sieht man gleich, und zwar habe ich hier noch einen dritten Kraftmesser, mit dem ich praktisch dann an den beiden ziehe. Und jetzt ist halt die Frage, sagen wir mal, wenn das hier ein Newton wäre, und das hier ein Newton wäre, was zeigt dann, kommen hier jetzt zwei Newton raus? Jetzt würde man natürlich spontan sagen, ja, 1 plus 1 ist doch 2. Schauen wir mal.
Okay, da ist der erste Kraftmesser. Und da kommt der zweite, schön aneinander gehängt. Und last but not least noch der dritte, mit dem ich hier dran ziehe. So, und der ist natürlich andersrum als die anderen. Und jetzt sehe ich sehr schön, jetzt habe ich hier mal kräftig gezogen bis 2 Newton. Hier sind 2 Newton, hier waren 2 Newton. Und jetzt schiebe ich das Ganze nur ein bisschen rüber. Hier sind immer noch 2 Newton. Und hier sind auch 2 Newton. Das heißt, 2 plus 2 ist 2. Ja, ist im Prinzip eigentlich auch gar nicht so überraschend, weil ich ziehe hier praktisch mit 2 Newton an diesem blauen Teil hier. Und dieses blaue Teil zieht auch wieder nur mit 2 Newton hier dran. Das heißt, die Kräfte, das ist immer, ich messe eigentlich immer die gleiche Kraft. Das ist praktisch wie ein Seil. Kann ich ja mal spaßeshalber hier drüber zeichnen. Und es ist völlig egal, wo ich dieses Seil, sagen wir mal, ich würde es hier unterbrechen und an dieser Stelle messen, dann hält dieses Seil gerade 2 Newton. Und wenn ich es hier unterbreche und ein Kraftmesser einbaue, messe ich natürlich auch 2 Newton. Weil, wieso sollten hier auf einmal eine größere Kraft sein? Das Seil muss ja die Kraft halten und sonst ist ja da nichts anderes. Das heißt, wenn ich hier ein Gewicht dran hänge, muss ja das Seil nur das Gewicht halten. Und daher ist es eigentlich völlig egal, wo ich messe. Kommt immer der gleiche Wert raus. Nachdem wir uns also angeschaut haben, was passiert, wenn die Kraftmesser sozusagen in Reihe geschaltet sind, schauen wir mal an, was passiert, wenn diese parallel benutzt werden. Dazu ist hier ein Kraftmesser und hier ein zweiter. Und an den beiden, die sind hier verbunden mit dieser blauen Platte. Und dann werde ich hier an diesen ziehen. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal, dass 1 plus 1 2 ergibt. Oder vielleicht auch 2 plus 2 4, je nachdem wie stark. Ne, geht ja nicht. Also 1 plus 1 gleich 2. Mal gucken, ob es klappt. Dazu nehme ich, wie gesagt, einen Kraftmesser, einen zweiten. Die werden oben mit so einer blauen Platte verbunden und unten, die habe ich mir übrigens aus dem selber designt und am 3D-Drucker ausgedruckt, weil wenn ich Seile genommen hätte, hätte ich nicht so schön parallel ziehen können. Und jetzt sieht man hier 1 Newton, 1 Newton und hier sind 2 Newton. Also 1 plus 1 ist tatsächlich 2. In diesem Fall ist es auch relativ einfach zu erklären, weil das entscheidende Stück ist diese Platte hier. Ich ziehe mit 2 Newton in diese Richtung, also muss ich logischerweise auch mit 2 Newton in diese Richtung ziehen, damit die Platte da bleibt, wo sie ist. Und ja, wenn ich hier mit 2 Kraftmessern gleichzeitig ziehe, das könnten auch genauso gut 2 Seile sein, dann muss jedes Seil oder jeder Kraftmesser natürlich nur die Hälfte der Kraft tragen. Also in dem Fall 1 Newton und hier auch 1 Newton. Soweit, so gut. Dann schauen wir uns mal an, wenn die Kräfte jetzt in verschiedene Richtungen sozusagen ziehen. Und dazu habe ich hier eine Lampe. Und die Lampe hängt an einem Seil, beziehungsweise an 2 Seilen. Und wenn ich mir das jetzt angucke, habe ich hier eine Gewichtskraft, die natürlich immer nach unten zeigt. Und damit diese Lampe jetzt nicht nach unten fällt,
muss ich mit der gleichen Kraft nach oben ziehen. Das hat man ja eben in dem Versuch ja schon gesehen. Wenn ich mit einem Newton ziehe, zeigt mein Kraftmesser auf der anderen Seite auch einen Newton an. Also gleiche Kraft in entgegengesetzte Richtung. Und diese Kraft müssen diese beiden Seile aufbringen. Und das Ganze kann ich so lösen, also das Seil 1 macht hier die Kraft FS1, dieses Seil macht die Kraft FS2. Und wenn ich jetzt diese Kraft parallel hierüber verschiebe und diese Kraft parallel hierüber verschiebe, ergibt sich ein sogenanntes Parallelogramm. Und diese Diagonale in diesem Parallelogramm ist die Kraft, die praktisch diese beiden Seile aufwenden, um diese Lampe zu halten. Das heißt, und das ist das, was du jetzt hieraus lernen sollst, ist, dass ich hier, wenn ich zwei gerichtete Größen habe, ich nicht einfach hergehen kann und sagen kann, wunderbar, 1 plus 1 gleich 2, sondern die Richtung ist halt entscheidend. Und wenn ich das addieren möchte, ist es eigentlich, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann das tatsächlich mathematisch machen, Vektoren addieren, oder man macht es grafisch, nämlich hier, indem man dieses Parallelogramm zeichnet. Das heißt, man zeichnet die Kräfte ein, man verschiebt die parallel, das geht mit dem Geodreieck wunderbar, und die entsprechend hier rüber. Und dann hat man die Diagonale, und das ist meine gesuchte Kraft. So konstruiere ich das Ganze. Und wenn ich natürlich jetzt noch ein bisschen schlau bin, dann lege ich mir vorher einen vernünftigen Maßstab fest. Sagen wir mal, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, weil hier keine Werte angegeben sind. Aber was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, die zieht hier mit 10 Newton. Dann wäre jetzt zum Beispiel eine Idee zu sagen, okay, 10 Newton, das ist eine ziemlich schwere Lampe. Aber ich sage jetzt, das ist 1 Zentimeter. Also 10 Newton, 1 Zentimeter, das heißt 1 Newton, 1 Millimeter. Und dann kann ich hier abmessen. Und dann weiß ich anhand der Länge, wie groß die Kräfte sind. Wenn ich mir jetzt nochmal so ein Objekt angucke, dann ist es natürlich auch entscheidend, hier habe ich diese Platte von eben, wenn ich in der Mitte ziehe, verrutscht die nur, aber ihre Ausrichtung bleibt. Wenn ich jetzt allerdings hier oben an dem oberen Punkt ziehe, dann dreht sie sich und bewegt sich. Das heißt, es ist sehr entscheidend, wo die Kraft sozusagen einwirkt. Und wenn die Kraft am Schwerpunkt einwirkt, dann dreht sich das Objekt entsprechend nicht und bewegt sich nur vorwärts. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich den Schwerpunkt raus? Das funktioniert relativ einfach. Sagen wir, ich habe dieses Objekt und dieses Objekt machen wir ein bisschen größer. Dieses Objekt hänge ich hier in diesem roten Punkt auf. Und dann lasse ich irgendwie ein Seil mit dem Gewicht hier runter. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Lot, nennt man das. Das zeichne ich ein. Dann gehe ich her und hänge das gleiche Objekt nochmal ein bisschen anders auf. Einfach an einem anderen beliebigen Punkt. Und jetzt ist es so, ich mache das gleiche nochmal. Da, wo sich diese beiden Linien dann schneiden, da ist mein Schwerpunkt. Das ist der Punkt, wenn ich da meine Kraft
einwirken lasse, dreht sich das Objekt nicht. Wenn ich sie woanders einwirken lasse, dreht sich das Objekt. Hat man eben gesehen in dem Beispiel, am Schwerpunkt gezogen, das Ganze bleibt, nicht am Schwerpunkt ziehen, das Ganze dreht sich. Jetzt müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, wie man eine Kraft misst. Wie messe ich eine Kraft? Naja, ich nutze etwas aus, was im Idealfall proportional zur Kraft ist. Und das ist das Schöne an diesen Kraftmessern. Die sind nämlich durchsichtig. Und da sieht man schon, um was es geht und wie sie funktionieren. Hier oben ist einfach eine Feder drin. Das heißt, diese Feder hat eine ganz besondere Eigenschaft. Und das ist genau das, was man Hooke'sches Gesetz nennt. Nämlich F proportional S. Das heißt, je weiter man diese Feder dehnt, umso größer ist die Kraft, die man sozusagen aufwenden muss. Und naja, das heißt, proportional ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, ich kann einfach hergehen und hier eine Skala anbringen. Und 0 ist klar. Und dann muss ich halt gucken, ich brauche halt einen Referenzpunkt. Das heißt, ich muss einmal so ziehen, also praktisch in bekannter Weise, eine bekannte Kraft auswirken lassen. Und wenn ich dann beide Referenzpunkte habe, kann ich dann dazwischen das sozusagen gleichmäßig aufteilen und dann habe ich eine Skala. Und dann kann ich ablesen. Dann habe ich einen Kraftmesser. Und um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, habe ich hier was vorbereitet. Und zwar ist es hier so, hier habe ich praktisch meine Feder im unbelasteten Zustand. Und dann kann ich meine Nulllage hier noch schön einstellen. Hier ist übrigens eine kleine Schraube, mit der ich vorher einstellen kann, dass die Null auch wirklich bei der Null ist. So, und dann kann ich anfangen. Dann kann ich Gewichte dranhängen. Meinetwegen 20 Gramm. Und sagen wir mal, diese 20 Gramm würden das Ganze um 4 Einheiten dehnen. Dann probiere ich einfach zwei Gewichte aus. Und dann habe ich natürlich dank dieser Proportionalität nicht 4 Einheiten, sondern 8 Einheiten. Oder man kann, wie ich das eben in dem Video gezeigt habe, anstatt einer Feder zwei gleiche Federn nehmen. Und dann habe ich mit dem 40 Gramm entsprechend auch wieder nur 4 Einheiten. Was da dahinter steckt, ist genau das, was man Hooke'sches Gesetz nennt, nämlich F proportional S. Und wenn man es ganz genau haben möchte, kann man natürlich Proportionalität, wenn man es zeichnen würde, wäre das entsprechend eine Gerade, die durch den Ursprung geht. Und dann gibt es natürlich eine Geradengleichung. Das heißt, wenn ich jetzt dann Gleichzeichen schreiben möchte, brauche ich praktisch eine Proportionalitätskonstante. Das ist ja nichts anderes als die Steigung dieser Geraden. Und die nennt man Federhärte. Ich schreibe das Ganze mal auf. Und zwar habe ich hier F gleich D mal S. Das heißt, ich habe jetzt dieses D, das beschreibt mir meine Feder. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine harte Feder habe, dann bedeutet das, dass ich, um zum Beispiel die um 1 cm zu dehnen, eine sehr, sehr große Kraft brauche. Meinetwegen eine Feder, die jetzt zum Beispiel beim Auto den Stoßdämpfer darstellt. Das ist eine Feder, die muss hart sein. Eine weiche Feder brauche ich entsprechend wenig Kraft, um die in Zentimeter zu drücken. Kugelschreiber zum Beispiel. Da ist eher eine weiche Feder drin. Ich muss ja auch eine Chance haben, mit dem Daumen das Ding zu bedienen. Jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir haben
Eine physikalische Kraft. Physikalische Kraft erkennt man an ihrer Wirkung. Das heißt, etwas beschleunigt, bremst oder ändert seine Bewegungsrichtung. Also kurz und knapp ändert die Geschwindigkeit. Oder auch eine Verformung, das heißt ein Ball, der gequetscht wird, sich verformt, so etwas. Kräfte können über sehr große Entfernungen wirken, zum Beispiel die Erde und die Sonne ziehen sich an. Sie können oder sie wirken, nicht immer, aber oft, berührungslos. Magnete zum Beispiel, wie ich das Ganze am Anfang gezeigt habe. Kräfte werden in der Einheit Newton gemessen, symbolisiert durch dieses große N, zu Ehren von Sir Isaac Newton. Ein englischer Physiker, sehr bekannt, hat relativ viele Beiträge zu verschiedenen Themen in der Physik geleistet. Und ganz wichtig noch, eine Kraft ist vektorielle, also eine gerichtete Größe. Das heißt, man stellt sie durch Pfeile dar. Das heißt, es ist eine Richtung und ein Betrag. Die Formel für die Kraft ist F gleich M mal A. Das ist die Masse mal die Beschleunigung. Einfacher Beispiel, Anziehungskraft. Das heißt, die Kraft, mit der ich gerade jetzt im Moment in meinen Stuhl gedrückt oder gezogen werde, wäre entsprechend meine Masse mal die Erdbeschleunigung, die in diesem Fall 9,81 wären, Meter durch Sekunde Quadrat, das entsprechend Kilogramm. Und dann kommt hier etwas in Newton raus, kann man ausrechnen. Um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, eine Tafel Schokolade, 100 Gramm sind ein Newton. Dann hat man mal so ein bisschen Größenvergleich. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich, war so ein bisschen Überblick über all das, was mit physikalischen Kräften zu tun hat.